Brief an Kanan Bayram, Heizungsgesetz und Mietendeckel gesendet, Dienstag, 27. Juni 2023. Sehr geehrte Frau Bayram, mir fällt auf, von wegen Mietendeckel bundesweit, Mietenexplosion in Zukunft. Irgendwie ist es so, die Grundsteuer wird an den ortsüblichen Mietzins gebunden, die Grundsteuer bezahlen die Mieter, dann wird die Heizung modernisiert. Die Modernisierung wird auf die Mieter umgelegt, dadurch steigt der ortsübliche Mietzins. Die Einnahmen des Staates steigen. Es geht dabei nicht um die Bereicherung irgendwelcher Geschäftemacher, sondern um Ausbeutung durch den Staat, der mit den Geschäftemachern gemeinsame Sache macht. Bayram antwortete: Sehr geehrter Herr X, ich danke Ihnen für Ihre interessante Anfrage. Selbstverständlich haben Sie recht. Mieterhöhungen wirken sich auf die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete und somit auf den Mietspiegel aus. Dies trifft auch auf die Mieterhöhung aus der Umlage der Kosten für einen Heizungswechsel nach dem Gebäudeenergiegesetz GEG zu. Allerdings ist die Auswirkung indirekt. Derzeit finden im Mietspiegel Neuvermietungen der letzten 6 Jahre Berücksichtigung. Hier soll laut Koalitionsvertrag der Zeitraum auf 7 Jahre verlängert werden. Gemeinsam mit der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen setze ich mich dafür ein, dass dieser Zeitraum auf 20 Jahre verlängert wird. Dies würde den Effekt kurzfristiger Mieterhöhungen stark abschwächen. Auch werden die Kosten der neuen Heizung nicht 1:1 umgelegt. Zunächst muss der Vermieter die erhaltene staatliche Förderung abziehen. Vom Restbetrag können 10% auf die Netto-Kaltmiete umgelegt werden, allerdings höchstens 50 Cent pro Quadratmeter. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Berechnet wird sie nach dem konkreten Ertragswert eines Hauses. Der Mietspiegel kommt nur in Ausnahmefällen zur Anwendung, etwa wenn dieser Wert geschätzt werden muss. Der konkrete Ertragswert soll zwar alle 6 Jahre angepasst werden, in der Realität fand die letzte Anpassung vor der jetzigen allerdings 1964 statt. Insgesamt steigen also die Grundsteuern durch Mieterhöhungen zunächst einmal nicht, erst höchstens in 6 Jahren. Erst bei der nächsten Anpassung, deren Zeitpunkt nicht abzusehen ist, können sich diese auswirken. Der Bundesgesetzgeber, der für das GEG und die Grundsteuer zuständig ist, hat von einer Erhöhung der Grundsteuer keine höheren Einnahmen, da diese den Kommunen zufließt. Ich werde mich weiterhin für die Rechte der Mieterinnen auf bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Hierzu sind im Koalitionsvertrag wichtige Punkte festgeschrieben. Ich werde hier den notwendigen Druck für eine nun endlich erfolgende Umsetzung aufwenden. Und darüber hinaus haben wir weitergehende Forderungen, um die Verhältnisse für die Mieterinnen zu verbessern und sie vor Verdrängung zu schützen. Mit freundlichen Grüßen, Kanan Bayram, MdB. Anzumerken ist, maximal 50 Cent pro Quadratmeter für die neue Heizung. Die Heizung ist aber nur ein Posten in der Modernisierung der Heizungsanlage. Zum Beispiel muss das Haus gedämmt werden. Das ist ein eigener Posten in der Modernisierungsumlage. Der ganze Umbau kostet mehr als maximal 50 Cent pro Quadratmeter. Alle 6 Jahre soll der Ertragswert eines Hauses angepasst werden. Was ist ein Ertragswert? Der Wert, der erzielt werden könnte durch Vermietung. Wer in seinem eigenen Haus, in seiner Eigentumswohnung wohnt,
bezahlt eine Steuer auf den Ertragswert der eigenen Wohnung, als ob man bei sich zur Miete wohnen würde. Die Mieter bezahlen die Grundsteuer, ist gleich die Besteuerung des Ertragswertes sowieso. Durch Mieterhöhung erhöht sich der Ertragswert. Der Bundesgesetzgeber ist zuständig für die Mietengesetzgebung, nicht die Kommunen. Deshalb wurde der Mietendeckel in Berlin als verfassungswidrig aufgehoben.